Grüße dich und ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute beschäftigen wir uns ein Stück weit mit Geschichte, mit unserer Geschichte. Und wie du hier siehst, geht es um Göbekli Tepe. Ich muss es auch üben, es auszusprechen, um ganz ehrlich zu sein. Falls du noch nie was davon gehört haben solltest, hier siehst du mal kurz in diesem Bild schon, worum es geht. Denn wenn das so stimmt, was Archäologen da rausgefunden haben, ist dieses Bauwerk, kann man nicht anders sagen, deutlich, deutlich älter, als das eigentlich die offizielle anerkannte Geschichtsschreibung zulässt. Und möglicherweise ist das auch der Grund, denn darum geht es in diesem Video, warum die Regierung den Wissenschaftlern den Zugang zu dieser Art Bauwerk und zu diesem Monument verbietet. Denn es liegt roundabout 10.000 Jahre vor Christus. Und da haben wir, wenn ich mich recht entsinne, nach unserer offiziellen Geschichtsschreibung noch in Höhlen gehaust und waren auf dem Stand eines Neandertalers. Und da ich das für wichtig halte und interessant finde, und ihr wisst genau, Geschichte ist etwas, was uns prägt, was sich wiederholt und was uns einen Einblick in unsere Zukunft geben kann, wenn wir sie nur verstehen, die Geschichte. Und insofern gehen wir los. Ich gefunden, glaube ich, war es auf dem Kanal riddle.de. Riddle, das englische Wort für Rätsel. Natürlich, selbstverständlich, bitte diesen Kanal auch abonnieren. Ihr findet die Originalquelle zu diesem Video und zum Kanal unter diesem Video. Schon mal einen Dank an den Ersteller jetzt schon vorab. Und wir starten ins Video. Stell dir vor, eines Morgens wachst du auf und stellst fest, dass du und deine Freunde dringend einen Wolkenkratzer bauen müssen. Aber hier ist der Haken. Keiner von euch hat die spezielle Ausbildung dafür. Seien wir ehrlich, ein Videotutorial wie Wolkenkratzer bauen für Anfänger wirst du auf YouTube wahrscheinlich nicht finden. Selbst in der heutigen Zeit mit fast unbegrenztem Zugang zu Informationen ist es praktisch unmöglich, spontan ein riesiges Bauwerk zu errichten, ganz zu schweigen von der irrsinnigen Menge an Geld, die für ein solches Projekt benötigt wird. Doch nun behauptet die offizielle Geschichtsschreibung, dass Göbekli Tepe, einer der ältesten Monumentalkomplexe der Welt, auf genau diese Weise gebaut wurde. Nach dieser Version der Ereignisse beschlossen eines schönen Tages primitive Jäger und Sammler plötzlich, zusammenzuarbeiten und ein Bauwerk zu errichten, mit einer Fläche, die größer ist als die des Taj Mahal und der umliegenden Gärten zusammen. Aber selbst wenn wir davon ausgehen, dass sie die Kraft und die Ressourcen dafür gehabt hätten, wo haben die Menschen in der Antike gelernt, wie man so ein kolossales Ding baut? Hat ihnen vielleicht jemand dabei geholfen? In diesem Video erfährst du, warum finden wir am Göbekli Tepe und an anderen Wahrzeichen der Welt die gleichen Zeichnungen? Wer war eigentlich für diesen Bau verantwortlich? Welche Spuren von unheimlichen Experimenten wurden in der Nähe entdeckt? Und welche Geheimnisse des Göbekli Tepe könnten die Geschichte der Menschheit auf den Kopf stellen? Das Paradoxe an Göbekli Tepe ist, dass diese Stätte trotz ihrer Einzigartigkeit noch weitgehend unerforscht ist. Aber warum? In den späten 60er Jahren fanden Archäologen die rätselhaften Überreste eines antiken Palastes in der Region Anatolien in der Türkei. Zuerst glaubten Experten, dass es sich nur um einen verlassenen byzantinischen Tempel aus der Frühzeit unserer Zeitrechnung handelt. Doch 4 Jahrzehnte später führte der deutsche Archäologe Klaus Schmidt weitere Forschungen an der Stätte durch und was er dabei entdeckte, versetzte die gesamte wissenschaftliche Gemeinschaft in Aufruhr. Es stellte sich heraus, dass es unter der Haupthalle mindestens 16 ähnliche Kammern gab, die unter der Erde lagen. Nach vorläufigen Berechnungen könnte ihre Fläche etwa 20 Quadratkilometer betragen. Das ist fast die Hälfte der Fläche des modernen Manhattan. Doch die Größe ist nicht das einzige Erstaunliche am Göbekli Tepe. Die Bauweise des Tempels ist selbst nach heutigen Maßstäben absolut einzigartig. Um jede dieser 16 runden Hallen zu bauen, haben die Menschen der Antike tiefe Gruben in den Fels gehauen. Dann pflanzten sie riesige Säulen hinein, auf denen das ganze Gebäude ruht. Danach mussten sie nur noch stabile Mauern zwischen den Pfeilern bauen und die befestigten Paläste waren im Grunde fertig. So einfach geht das. Ja, alles per Hand natürlich, ist doch klar. Ne? Mit in kürzester Bauzeit, natürlich.
Aber auch das war nur der Anfang. Radiokarbon-Datierungen haben ergeben, dass der antike Komplex Göbekli Tepe über 11.000 Jahre alt ist und damit zu den ältesten architektonischen Wundern der Welt gehört. Mit Sicherheit eine falsche Messung. Da hat das Labor einen Fehler gemacht. Bei 10.000 Jahre vor Christus gab's das nicht. Das ist nicht möglich, sowas zu bauen. Aber warte mal kurz. Vor 11.000 Jahren war die Menschheit gerade dabei, sich zu entwickeln. Keines der bekannten Völker hatte damals den Ackerbau entdeckt, der erste Schritt zum Aufbau einer Zivilisation ist. Tatsächlich suchten unsere Vorfahren damals nur nach Wurzeln und Beeren und versuchten ihr Glück bei der Mammutjagd, und das ist ihnen nicht immer gelungen. Warum also hatten die Mitglieder einer so primitiven Gesellschaft plötzlich das Bedürfnis, einen riesigen Palast zu errichten? Und vor allem, wie haben sie das geschafft? Zum Vergleich: Stonehenge, ein weiterer mysteriöser Monumentalkomplex in Südengland, ist satte 7000 Jahre jünger als Göbekli Tepe. Das bedeutet, dass zwischen der Erschaffung dieser bemerkenswerten Dinge eine Zeitspanne liegt, die dreimal länger ist als unsere gesamte Zeitrechnung. Der Bau des Göbekli Tepe ist wie die Entstehung eines echten Burj Khalifa zu einer Zeit, als andere Völker gerade lernten, wie man einstöckige, mittelalterliche Hütten errichtet. Das klingt absurd, nicht wahr? Der Archäologe Klaus Schmidt ist der gleichen Meinung. Deshalb hat er nach seinen ersten Recherchen ein ganzes Buch geschrieben, das sofort ein Bestseller wurde. Er hat dazu beigetragen, die Öffentlichkeit auf die rätselhaften Geheimnisse um den Göbekli Tepe aufmerksam zu machen. Schmidt hatte sogar detaillierte Pläne für weitere Ausgrabungen in Arbeit, aber 2014 starb der Wissenschaftler plötzlich und konnte sein Projekt nicht mehr vollenden. Die Umstände seines Todes erwiesen sich als ebenso unklar wie die Geschichte des Göbekli Tepe-Komplexes selbst. Während seines Urlaubs an der Ostsee ertrank der 61-jährige Archäologe tragischerweise nur 20 Meter vom Ufer entfernt. Die Ärzte haben Schmidts Familie versichert, dass er an einem Herzinfarkt verstorben ist. Obwohl, bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Wissenschaftler nie über gesundheitliche Probleme geklagt. Schaut euch mal das Video an, was ich vor ein paar Wochen gemacht habe, wie Wissenschaftler aus dem Weg geräumt worden sind mit ihren bahnbrechenden Erfindungen zum Thema Energiegewinnung. Da erleben wir das auch ganz häufig oder sowas, dass Leute, ich sag's jetzt einfach mal ins Blaue hinein, ne, bei 20 Zentimeter Wasser ersaufen. Ja, das passiert natürlich, das ist auch alles normal und kein Zufall. So passiert das eben. Das verdächtigt. Das Thema ist einfach schlichtweg, wenn das bekannt wird, dann müssen wir die ganzen Geschichtsbücher umschreiben. Und das ist ja einfach. Aber dann haut Thema halt gar nichts mehr hin, gar nichts mehr hin. Und wie die meisten von euch sicherlich wissen, ist die gesamte Geschichtsschreibung, ich sag's jetzt mal ganz höflich ausgedrückt, naja, ein Science-Fiction-Roman wird irgendwie auch erfunden und dann dahin geschrieben. Das Wichtigste daran ist, dass nach seinem Tod alle ernsthaften Forschungen am Göbekli Tepe eingestellt wurden und der Komplex wurde zu einer reinen Touristenattraktion. Hallo, ich bin Patrick von Blaupause TV und ich möchte dir ein einzigartiges Gerät heute zeigen. Den Harmonie. Das mir einzig bekannte Gerät, was auf physikalischer Basis Elektrosmog und Erdverwerfungslinien komplett entstört. Das Ganze kann man im Labor nachweisen. Ich nutze das Gerät seit über 7 Jahren und mit mir mehr als 1000 zufriedene Kunden. Schau mal auf dem YouTube-Kanal, ich habe mit dem Entwickler schon mehrere Videos gemacht zu diesem Gerät. Ein großartig funktionierendes Gerät. Die allermeisten stellen schon in der ersten Nacht eine deutliche Verbesserung fest von ihrem Schlafverhalten und sie sind ausgeruhter, fühlen sich besser. Und natürlich geht es auch darum, ja, seinen Körper etwas Gutes zu tun. Deswegen gehört dieses Gerät in jeden Haushalt. Übrigens, den gibt es auch als mobile Variante zum Umhängen. Schau dich mal auf der Homepage um. Du findest alle relevanten Daten unter diesem Video. Erster Link. Und das Ganze ist ein Affiliate-Link. Ich erhalte also eine Provision. Und du unterstützt damit Blaupause bei seinem Programm, bei seinem Content und hilfst mir dabei, diesen Sender weiter in dieser Form und in dieser Qualität betreiben zu können. Ich danke dir und freue mich, wenn du es probierst. Übrigens, 3 Monate Geld-Zurück-Garantie sprechen für sich. Teste es, probier es aus. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Klaus Schmidts Kollege, der britische Journalist Graham Hancock, schlug vor,
dass jemand dem deutschen Wissenschaftler zu seinem Tod verholfen haben könnte, um sicherzustellen, dass die Menschheit die sensationellen Geheimnisse, die im Göbekli Tepe verborgen sind, niemals aufdeckt. Und das ist realistisch. Um ehrlich zu sein, wird Hancock oft dafür kritisiert, dass er sich zu sehr an verschiedene Verschwörungstheorien anlehnt. Aber was ist, wenn seine Befürchtungen dieses Mal berechtigt sind? Es gibt Hinweise darauf, dass Göbekli Tepe enge Verbindungen zu anderen bekannten Zivilisationen der Vergangenheit hatte. Auch wenn Stonehenge versehentlich jünger ist und an einem anderen Ort liegt, einige Bautechniken dieser Monumente sind fast identisch. Vergleiche einfach den Grundriss des englischen Komplexes mit einer der Hallen am Göbekli Tepe. Außerdem versichern uns Archäologen, dass beide Monumente vor Tausenden von Jahren von riesigen Erdwellen umgeben waren. Vermutlich versuchten die Menschen der Antike, auf diese Weise ihre Heiligtümer vor Überschwemmungen zu schützen. Aber seien wir ehrlich, das kann man doch auch anders machen, oder? Wie konnten also zwei verschiedene Kulturen aus verschiedenen Zeiten zu genau denselben Landschaftslösungen kommen? Außerdem vermutet der deutsche Archäologe Oliver Dietrich, dass selbst die weltberühmten Tore von Stonehenge nur ein Versuch sind, die T-förmigen Säulen von Göbekli Tepe nachzubauen. Aber es scheint, als hätten die Erbauer von Stonehenge das Handwerk nicht ganz beherrscht. Deshalb mussten sie eine zusätzliche Säule hinzufügen, um den oberen Türsturz zu stützen. Aber vielleicht haben andere antike Zivilisationen diese Aufgabe auch bewältigt. Die Ureinwohner der Insel Menorca, die zu Spanien gehört, verehren seit der Antike die riesigen Steinsäulen, die in regelmäßigen Abständen in ihrer Region auftauchen. Wissenschaftler haben diese einzigartigen Phänomene jedoch erst Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt. Es stellt sich heraus, dass diese Strukturen, die Taulas genannt werden, mehr als 3000 Jahre alt sind. Und sie sind identisch mit den Säulen von Göbekli Tepe, mit einer Ausnahme. Die Monolithen auf Menorca sind deutlich größer als ihre türkischen Pendants und ragen bis zu 4 Meter in die Höhe. Anders als beim Göbekli Tepe sind jedoch nicht alle durch Mauern miteinander verbunden, sondern stehen auch einzeln. An einem anderen Ort auf dem Gebiet der Inselrepublik Malta findest du ein Monument, das Göbekli Tepe noch ähnlicher ist. Es handelt sich um einen Komplex namens Tarxien-Tempel, der etwa 5.500 Jahre alt ist. Und der Grundriss dieses Monuments stimmt auch mit den Bauplänen von Göbekli Tepe und Stonehenge überein. Außerdem sind bestimmte Teile des Tarxien-Tempels völlig identisch mit den entsprechenden Elementen in anderen Monumenten. Und das war erst der Anfang. Im Laufe des Jahrzehnts fanden Archäologen 5 weitere ähnliche architektonische Ensemble auf Malta, die alle etwas mit dem rätselhaften Göbekli Tepe gemeinsam hatten. Malta an sich interessanter Ort, natürlich auch rein juristisch gesehen, um es jetzt mal ganz in die Blume hineinzusprechen. Sieh dir dieses Muster an der Wand eines maltesischen Tempels an. Und hier sind die Schnitzereien an den Säulen in Göbekli Tepe. Ihre Ähnlichkeit ist doch unglaublich verblüffend, oder? Aber solche Dinge gibt es nicht nur auf Malta. Auf einer der Säulen am Göbekli Tepe sind menschliche Hände abgebildet, die scheinbar einen Torso umarmen. Dieses Motiv wiederholt sich in Skulpturen aus verschiedenen Epochen in Bolivien, in Indonesien und sogar auf der Osterinsel. Mit anderen Worten, in den entlegensten Winkeln der Welt. Könnte es sein, dass Göbekli Tepe als antike Vorlage für Monumente anderer Zivilisationen diente? Das Erstaunlichste an diesen Denkmälern... Es ist doch sehr, sehr wahrscheinlich, dass all diese Zivilisationen und Epochen Zugang hatten zu einem Wissen aus der gleichen Quelle. Wenn man das annimmt, einfach nur mal als Theorie annimmt, dann wird doch alles sehr einfach plötzlich erklärbar, oder nicht? Ja, dann haben wir ein sehr in sich konsistentes, logisches Bild vor uns. Natürlich kann die bestehende Wissenschaft und die klassische Wissenschaft damit rein gar nichts anfangen, weil da weiß man ja ganz genau, wie das war vor 100.000 Jahren. Das ist ungefähr das Gleiche, wie dass die Schwierigkeiten haben, den Wetterbericht für nächste Woche einigermaßen exakt hinzubekommen, aber genau wissen, in 50 Jahren ist es 0, irgendwas Grad wärmer. Und zwar ganz genau. Ja, das ist ungefähr so das Gleiche.
Tellern sind jedoch nicht nur die Ornamente selbst, sondern auch die Methode, mit der sie geschaffen wurden. Beachte, dass die Bilder Hochreliefskulpturen sind. Um sie zu erstellen, müsstest du Material bis zu einer bestimmten Tiefe auf der gesamten Oberfläche des Blocks abtragen. Und das klingt doch sehr unlogisch, oder? Schließlich hätten die Menschen in der Antike einfach die Umrisse von Menschen und Tieren einritzen können, anstatt den ganzen Block bis auf ein oder zwei Stellen zu modellieren. Nicht, wenn es Kunsthandwerk war und genau das auch zeigen sollte, welche Art von Technologie und welches fortschrittliche Wissen bereits zu dieser Zeit schon entstanden oder vorhanden war. So dekodierst du für die ganze Vergangenheit und für die ganze Zukunft, kodierst du dein Wissen. Das ist selbst in der heutigen Zeit eine Herausforderung, während es vor 11.000 Jahren praktisch unmöglich war. Wie haben die Menschen in der Antike solch fortschrittliches Wissen im Bauwesen erworben? Interessanterweise haben sie uns selbst eine Antwort gegeben. Ein weiteres Motiv, das man in den Schnitzereien monolithischer Monumente auf der ganzen Welt findet, sind seltsame Menschen, die so etwas wie eine moderne Tasche halten. Das kannst du nicht nur in Göbekli Tepe sehen, sondern auch an den Wänden von Komplexen in Mexiko und in assyrischen Tempeln. Die Azteken hatten eine Legende, die dieses kuriose Thema erklärte. Die alten Bewohner Mexikos glaubten, dass einst perfekte Wesen vom Himmel auf die Erde herabstiegen und den Menschen all ihr Wissen in diesen Taschen übergaben. So lernten die Menschen etwas über Medizin, Landwirtschaft, Astronomie und viele andere Wissenschaften. Wer von euch erinnert sich oder fühlt sich dabei erinnert an Erich von Däniken und die Bücher, die er geschrieben hat? Ich auf jeden Fall. Großartig, sich damit in der Jugend zu befassen, alleine rein geistig das mal anzunehmen, was er geschrieben hat. Und vieles von dem, was er ja viele Jahrzehnte vorweggenommen hat, ist ja heute eigentlich auch mehr oder weniger offiziell bestätigt. Es ist also kein Spinner, sondern jemand, der ernsthaft über so viele Jahre Forschung betrieben hat, sein ganzes Leben gewidmet hat und zu Recht heute eine gewisse Anerkennung oder in gewissen Kreisen sowieso eine hohe Anerkennung genießt für seine geleistete Arbeit. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat viele Menschen dazu gebracht, out of the box zu denken, raus aus dem klassischen Denken alleine. Das ist zum Nobelpreis verleihen dafür. Das klingt ziemlich weit hergeholt, oder? Einige Experten sind jedoch inzwischen der festen Überzeugung, dass unsere Vorfahren tatsächlich von weitaus fortschrittlicheren Wesen besucht worden sein könnten. Spuren dieses Kontakts sind überall auf der Welt zu finden. Man muss nur ein bisschen aufgeschlossener sein und genauer hinschauen. Wir machen demnächst mal auch ein Video, dann zeige ich euch ein paar Sachen aus Indien. Es ist natürlich wieder Englisch, aber derjenige, der das macht, spricht einigermaßen. Und ich denke, das kann man vertreten, das Video hier mal zu zeigen. Denn was alleine in Indien an Bauwerken gefunden wird, an Reliefs gefunden wird, ist unfassbar, unfassbar. Und stellt, wie gesagt, alles, was man unter normaler Geschichte gelernt hat, komplett auf den Kopf, aber komplett. Und dort ist es alltäglich. Ja, es ist immer wieder bemerkenswert, wie engstirnig wir doch oft in Europa sind. Besonders auch, muss man ganz klar sagen, einfach, es ist die Wahrheit auch in Deutschland, wie engstirnig die Menschen sind, wenn sie sich mit solchen Sachen konfrontiert fühlen. Gerade was es so an Geheimnissen auch aus Indien und so weiter gibt, Pakistan und so weiter. Die Kriege übrigens im Nahen Osten sind nicht alle wegen dem Öl oder weil man da Demokratie hinbringen möchte, sondern weil man da Artefakte findet, weil man da Dinge findet, die einfach nicht in das klassische Weltbild passen wollen. Und doch sind sie da. An der Stelle, Klaus Dohna, verbotene Archäologie, sich mal... Ach, da reicht eine halbe Stunde, sich damit zu befassen oder sowas. Und es sprengt dein bestehendes Vorstellungsvermögen, was gewesen sein könnte, um es mal so auszudrücken. Die Monumentalkomplexe beeindrucken nicht nur durch ihre Architektur, sie sind auch akribisch nach astronomischen Prinzipien ausgerichtet. Das bedeutet, dass unsere Vorfahren über fundiertes Wissen auf diesem Gebiet verfügten. Sieh dir die berühmten Nazca-Linien an, eine Gruppe von kolossalen Zeichnungen, die direkt in den Boden geätzt wurden, das Nazca-Plateau in Peru.
Es gibt etwa 140 Zeichnungen mit Tieren, Vögeln, Insekten und 700 geometrische Formen, hauptsächlich Spiralen und Dreiecke. Die längste dieser Geoglyphen erstreckt sich über 9 Kilometer. Kannst du das glauben? Das ist wie 3 Hollywood Walks of Fame. Die Gesamtfläche all dieser Zeichnungen beträgt sage und schreibe 450 Quadratkilometer. Das ist ein Drittel größer als das heutige Philadelphia. Es wird angenommen, dass diese Geoglyphen irgendwann zwischen 500 vor unserer Zeit und 500 geschaffen wurden. Allerdings wissen die Wissenschaftler immer noch nicht, wer sie genau gemacht hat. Um ein mehrere Kilometer langes Bild von einer Spinne oder einem Affen zu schnitzen, bräuchtest du zumindest einen Aussichtspunkt von oben. Doch in dieser Gegend gibt es nicht einmal große Bäume. Wir könnten natürlich spekulieren, dass die Menschen in der Antike massive Türme gebaut haben, um einen so wichtigen Prozess zu überwachen und zu kontrollieren. Aber selbst dann ist es unklar, wie sie solche saubere Linien erreicht haben. Was wäre, wenn sie Hilfe gehabt hätten? Ich meine, Kreaturen, die die Erde nicht nur von oben, sondern auch aus den Tiefen des Weltraums betrachten konnten. Im März 2012 hat der amerikanische Forscher Paul Burley einen Artikel veröffentlicht, der die wissenschaftliche Gemeinschaft in ihren Grundfesten erschütterte. Darin behauptete der Wissenschaftler, dass Stonehenge ein Spiegelbild des Sternbilds Orion auf der Erde ist. Die Wahrheit ist, dass Burleys Berechnungen einigen zu komplex erschienen und er deshalb sofort kritisiert wurde. Dennoch ist der Einfluss des Standorts Orion auf die Standorte einiger anderer ikonischer architektonischer Bauwerke nun wirklich über jeden Zweifel erhaben. Denn in Gizeh, Ägypten, geben die drei Hauptpyramiden des berühmtesten Monumentalkomplexes der Welt die Positionen der drei Hauptsterne des Orion genau wieder. Und das Interessanteste ist, dass das Gleiche auch auf der anderen Seite der Erde zu sehen ist, in der alten Aztekenstadt Teotihuacan. Dort sind die drei Haupttempel der Pyramide auf die gleiche Weise angeordnet. Könnte das nur ein Zufall sein? Und warum schätzen die alten... Ja, das ist Zufall. Natürlich ist das Zufall, ganz klar. Ohne Zweifel. Ohne Zweifel. ...Zivilisationen diese Konstellation so sehr. Einige Astronomen vermuten, dass Orion für unsere Vorfahren so etwas wie ein himmlischer Wegweiser gewesen sein könnte. Der Punkt ist, dass das südöstliche Ende der Linie, die von diesen Sternen gebildet wird, direkt auf Sirius, den hellsten Stern am Nachthimmel, zeigt. Seine Leuchtkraft ist 25 Mal so groß wie die unserer Sonne. Leider ist dieser Stern zu manchen Jahreszeiten einfach nicht zu sehen. Deshalb mussten die Menschen in der Antike seine Richtung markieren. Und doch gibt es einen Ort, an dem du Sirius am besten sehen kannst. Göbekli Tepe. Die Mittellinien zwischen den zentralen Monolithen dieses Komplexes stimmen perfekt mit den Azimutalen des Sirius während der Sommersonnenwende überein. Hätten die Menschen der Antike solche feinen Details ohne fremde Hilfe lernen können? Vielleicht haben unsere Vorfahren ihr Wissen wirklich von außerirdischen Wesen erhalten und dies wurde zum Katalysator für die Entwicklung aller anderen Zivilisationen. Ich glaube, es gibt noch eine zweite Theorie. Es müssen nicht nur Außerirdische sein, wobei das schon sehr wahrscheinlich ist, das gebe ich ganz offen zu. Es kann aber einfach sein, dass unsere Zivilisation viel höher entwickelt war, als wir das heute glauben, beziehungsweise uns gesagt wird, dass wir viel fortschrittlichere Technologien bereits hatten und ein großer Krieg das bereits alles ausgelöscht hat, inklusive dem ganzen Wissen. Auch das, da bin ich nicht der Einzige, ist auch eine Möglichkeit. Selbst wenn wir davon ausgehen, dass Außerirdische schon vor Tausenden von Jahren die Erde besucht haben, was haben sie dann hier gemacht? Wir wissen, dass unser Planet vor etwa 13 bis 15.000 Jahren die sogenannte kataklysmische Periode durchlief. Das war, als ob alle möglichen Stürme hier auf einmal stattfanden. Man könnte meinen, dass dies die Entwicklung der Menschheit erheblich behindert hätte. Aber das Gegenteil scheint der Fall gewesen zu sein. Viele uns bekannte antike Zivilisationen begannen schnell zu wachsen und die größten Fortschritte wurden in der Region beobachtet, in der sich der Göbekli Tepe befindet. Außerdem haben Wissenschaftler auf den Steinblöcken dieses antiken Komplexes bedeutende Ablagerungen von Calciumcarbonat gefunden, die normalerweise durch langanhaltende Regenfälle oder schwere Überschwemmungen entstehen.
Könnten das die Überreste dieser katastrophalen Ereignisse sein? Und bedeutet das, dass Göbekli Tepe zu einem der wenigen erhaltenen Bauwerke der Welt geworden ist? 1997 begann Professor Manfred Hoyn von der Norwegischen Universität für Wissenschaft und Technologie, die Gegend um Göbekli Tepe zu untersuchen. Die Ergebnisse seiner Forschung waren einfach erstaunlich. Der Wissenschaftler bewies nicht nur, dass die ersten landwirtschaftlichen Gesellschaften in dieser Region entstanden, sondern bemerkte auch ein kurioses Detail. Aus irgendeinem Grund pflanzten unsere Vorfahren nicht ganze Felder an, sondern entschieden sich für Beete mit verschiedenen Getreidesorten, genau wie es moderne Züchter bei ihren Experimenten tun. Es scheint also, dass es den Bewohnern von Göbekli Tepe damals nicht nur darum ging, eine große Bevölkerung zu ernähren, sondern die widerstandsfähigsten Feldfrüchte auszuwählen. Bedeutet das, dass diese Wesen viel intelligenter sind? Der Forscher Andrew Collins glaubt, dass dieser antike Komplex die erste Universität der Welt war. Seiner Meinung nach brachten Außerirdische den Menschen an diesem Ort alles bei, was sie wussten, was auf den Ornamenten mit Taschen an den Wänden des antiken Komplexes abgebildet ist. Außerdem ist sich Collins sicher, dass sich die außerirdischen Professoren von Göbekli Tepe nach und nach weltweit ausgebreitet haben, um ihr Wissen so weit wie möglich zu verbreiten. Fast alle Nationen mit architektonischen Einflüssen aus Göbekli Tepe haben Legenden über perfekte Kreaturen, die von der anderen Seite des Meeres kamen und den Menschen viele Wissenschaften beibrachten. Und wenn das so ist, wird plötzlich klar, wie unsere Vorfahren ihr extrem tiefes Verständnis dieses Weltraums erlangten. Das kann übrigens auch erklären, warum die Menschen in der Antike überall auf der Welt Hügel um ihre Denkmäler herum gebaut haben. Weil ihre Lehrer sich an die herausfordernden Zeiten der Katastrophen erinnerten und versuchten, ihre Schüler für den Fall der Fälle zu schützen. Aber haben diese selbstlosen Außerirdischen der Menschheit tatsächlich geholfen, nach Jahrhunderten der Katastrophen wieder auf die Beine zu kommen? Oder hat sich alles ein bisschen anders entwickelt? 2018 initiierte der amerikanische Astronom Edward Gannon ein Projekt mit dem Ziel zu erforschen, welche irdischen Pflanzen auf dem Mars wachsen könnten. Mit anderen Worten, dieser Wissenschaftler plant im Grunde ein Stück des roten Planeten in sein eigenes Labor zu verwandeln. Aber was wäre, wenn diese brillante Idee schon vor Tausenden von Jahren in den Köpfen unserer Gäste aus dem Weltall gewesen wäre? Und das Hauptzentrum für diese Experimente war zufällig der Göbekli Tepe. Seit mehreren Jahrzehnten rätseln moderne Wissenschaftler darüber, warum bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte niemals Weizen in historischen Quellen erwähnt wird. Schließlich finden sich andere Pflanzen, zum Beispiel Wildreis, sogar auf Höhlenmalereien. Während Darstellungen von Weizen erst vor etwa 9000 Jahren auftauchen, kannst du erraten, wo? Na klar, in der türkischen Region Anatolien. Außerdem wurde 2018 ein sensationeller Artikel im Science Journal veröffentlicht. Damals gelang es einem internationalen Team von Wissenschaftlern zum ersten Mal, das Weizengenom zu entschlüsseln. Und sie entdeckten, dass diese Pflanze eine der genetisch komplexesten Nutzpflanzen ist. Die Gesamtlänge des Weizengenoms ist 5-mal so groß wie die des Menschen. Einige Experten spekulieren, dass dies passiert sein könnte, weil der Weizen einen künstlichen Ursprung hat. Das bedeutet, dass er nicht von der Erde stammt, denn Gentechnik gab es damals auf unserem Planeten noch nicht. Aber was wäre, wenn die Außerirdischen in ihren Laboren nicht nur Pflanzen, sondern auch lebende Menschen studieren würden? Außerdem könnten die landwirtschaftlichen Experimente am Göbekli Tepe nichts Geringeres zum Ziel gehabt haben, als die menschliche DNA zu verändern. Im Grunde genommen wäre es eine biologische Waffe gewesen. Ich weiß, dass diese Theorie völlig unglaublich klingt, aber bis heute bleiben viele Fragen zum genetischen Code ein Rätsel für Wissenschaftler. Wir wissen immer noch nicht genau, was hinter vielen unheilbaren genetischen Krankheiten steckt. Könnten uralte künstliche Mutationen die Ursache für alles sein? Außerdem leiden derzeit etwa 1% der Erdbevölkerung, das sind etwa 80 Millionen Menschen, an Zöliakie oder Glutenunverträglichkeit, einem Protein, das in Weizen enthalten ist.
Wenn Gluten in den Körper einer Person mit dieser Krankheit gelangt, zerstört es die Dünndarmzotten wie ein schädlicher Fremdkörper. Aber was ist, wenn Weizen wirklich eine außerirdische Pflanze ist und der Körper einiger Menschen ihn genau deshalb nicht verträgt? Zachariah Sitchin, ein amerikanischer Schriftsteller sowjetischer Herkunft, glaubte, dass Außerirdische den Menschen nicht geholfen haben, weil sie uns retten wollten, sondern weil sie uns trainieren, unsere DNA verändern und uns beibringen mussten, woran sie interessiert waren. Mit anderen Worten, unsere gesamte Zivilisation könnte nur ein Nebenprodukt von Experimenten sein, die von Wesen aus den Tiefen des Weltraums durchgeführt wurden. Außerdem könnte die ganze Katastrophe durch die früheren Experimente der Außerirdischen verursacht worden sein. In diesem Fall hätten sie eingreifen können, um die Menschheit zu retten, nur um ihre Testpersonen in Zukunft nicht zu verlieren. Das Beängstigendste daran ist, dass wir nicht wissen, wohin diese mächtigen Kreaturen verschwunden sind. Denn sie haben nur mysteriöse Monumente hinterlassen. Was, wenn ihre Experimente an uns immer noch andauern? Bisher haben die Wissenschaftler jedoch nur 5% des gesamten Göbekli-Tepe-Geländes. Mich erinnert auch der Querschnitt von diesen Bauwerken, erinnert mich einfach simpel an eine Zelle, deren Inhalt erforscht. Weitere Ausgrabungen sind von der türkischen Regierung untersagt. Laut der offiziellen Version fehlen ihr die Mittel. Aber vielleicht liegt der wahre Grund ganz woanders. Was, wenn andere Geheimnisse des Göbekli Tepe, also Dinge, von denen wir keine Ahnung haben, sich als noch schockierender für uns Menschen herausstellen könnten? Was denkst du darüber? Eine gute Frage, genau. Abonnier den Kanal. Genau. Ja, es ist ja oft so, dass die Regierungen dann sagen, ach, da gibt's nichts zu entdecken, es ist alles nur Sand, Staub, ein bisschen Geröll und ein paar Steine übereinander gestellt. Oder man macht halt ein Wahrzeichen draus, ne? Also so ein Weltkulturerbe, dann darfst du es halt auch nicht mehr erforschen, dann ist es so fertig. Oder man hat so wie in Ägypten einfach so eine eingetrichterte Meinung. Und wenn du dann da hingehst und ein paar Fragen stellst oder sowas, dann wirst du relativ schnell dort sehr unhöflich abgewiesen. Da kann der Araber sehr, sehr wild werden. Wenn du seine Thesen zum Thema Pyramidenbau in Frage stellst, wer das nicht glaubt, probiert es einfach mal selber, wenn ihr in Ägypten seid. Was glaubst du? Ist schon interessant, was alles gibt. Und das ist ja nur ein Bruchteil dessen, was es an Bauwerken, wie gesagt, gibt. Wie gesagt, wir werden demnächst einfach mal uns ein bisschen in Indien umschauen, was es so in Südostasien auch gibt. Da gibt es auch ziemlich abgefahrene Sachen. Und selbstverständlich können wir auch mal nach Südamerika gucken, uns die ganzen Bauwerke dort anschauen. Gibt es auch sensationell gute Dokumentation drüber. Wenn du das möchtest, ja, dann schreib es mir in die Kommentare. Und natürlich lass ein Abo da, einen Daumen nach oben und schreib mir deine Meinung, wie du das siehst. Was ist es für dich? Kann ja alles Mögliche sein. Aber es ist schon interessant. Und es gibt ja noch ganz andere Bauwerke oder beziehungsweise Unterwasser. Zum Beispiel im Mittelmeer hat man ja Dinge gefunden, auch wie eine versunkene Stadt gefunden. Ja, die wird dann immer eben nicht nur auf 10.000 Jahre vor Christus getippt, sondern eben auf 30.000, 35.000 Jahre. Ich erinnere an die Himmelsscheibe von Nebra. Auch da sind wir, glaube ich, auch 45.000 Jahre. Nagelt mich nicht fest, das ist jetzt wirklich aus dem Gedächtnis heraus, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, es auch war auch so eine lange Zeit. Ja, das sprengt doch die Vorstellung dessen, was wir glauben, wie es ist. Und das, was wir uns in der Schule gelehrt wird, ist gelinde gesagt lächerlich dagegen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Gehabt dich wohl. Bis bald. Ciao.